Lieben, ich möchte euch diese Woche von einem Buch erzählen, das mir was ganz Interessantes gelehrt hat und vielleicht wird es euch genauso gut weiterhelfen können wie mir. Und zwar geht es bei diesem Buch um das Büchlein von Julia Cameron, Der Weg des Künstlers, und dem Intensivkurs zum Buch Der Weg des Künstlers. Das wurde mir von einer guten Freundin vor Jahren vorgeschlagen und ich habe mir das endlich mal gekauft. Und es geht im Grunde eigentlich darum, dass man verschiedene Hobbys in sein Leben integriert, um einfach kreativer zu arbeiten oder halt auch etwas fokussierter zu arbeiten und irgendwie doch einfach an sich so ein bisschen tüdelt. Und ich dachte mir erst, oh, ich weiß nicht, ob so ein Self-Help-Book, was für mich ist, kommt ja immer mit seinem bestimmten Stigma, und habe dann ein bisschen gegoogelt und auf YouTube, besonders im internationalen, sprich im englischen Sprachraum, ist die Julia Cameron auf jeden Fall bekannt. Und ich dachte mir so, okay, wenn diese Leute im Internet darauf schwören, dass diese Frau kein Hokuspokus erzählt, dann kaufe ich mir das Buch und kaufe mir auch diesen Intensivkurs dazu. Deshalb möchte ich euch diese Woche mal einen kurzen Einblick darin verwehren, was diese liebe Frau Cameron da einfach eigentlich so erzählt. Das Buch ist so aufgeteilt. Es gibt für jede Woche eine Aufgabe und ein Kapitel, das man sich durchlesen soll. Und dann diese Aufgabe am Ende des Kapitels sollte man dann einfach mal machen. Und am Ende des dreimonatigen Kurses, dieses dicken Buches, soll man dann angeblich mehr kreativer sein, mehr schaffen können, fokussierter sein. Ich möchte euch diese Woche eigentlich nur von der ersten Aufgabe in der ersten Woche erzählen. Und zwar geht es darum, um die Morgenseiten. Die Frau Cameron schlägt nämlich vor, dass man jeden Morgen drei Seiten runterschreiben soll. Dabei geht es überhaupt nicht darum, ob diese Seiten inhaltlich zusammenpassen oder positiv sind oder eine Message haben, sondern es geht einfach darum, seine Gedanken früh am Morgen festzuhalten. Ich bin auch so ein Mensch, der manchmal auch schlechte Laune hat am Morgen. Auf jeden Fall habe ich oft schlechte Laune am Morgen, weil es mir meistens eh zu früh ist. Und das Kopfkino habe ich dann einfach mal runtergeschrieben. Das habe ich jetzt gemacht seit meinem Geburtstag. Ich hatte am 6.12. Geburtstag und habe hier auch mein Tagebuch da, also mein Morgenseitentagebuch, das ich euch mal so zeigen wollte. Wie ihr seht, habe ich etliche Seiten mit meinem Kopfkino gefüllt und kann euch sagen, dass ich das sehr hilfreich empfand. Es hat mir auf jeden Fall mehr Klarheit für den Tag gegeben. Ich habe letztendlich auch gemerkt, welche Sachen mir wirklich wichtig waren. Also klar hat man auch immer seine Prioritätenliste, aber ich finde, wenn man so viele verschiedene Sachen zu jonglieren hat, von Arbeit, Studium, was Mama möchte, was der Onkel möchte, was die Oma möchte, es gibt ja so viele Sachen, die wir irgendwie in unserem Alltag versuchen zu zufriedenzustellen, und das ist immer nicht so einfach. Und mir haben die Morgenseiten dabei geholfen, einfach zu schauen, was mich wirklich irgendwo tangiert und was mich wirklich bewegt. Und am Anfang, muss ich wirklich sagen, habe ich da viel einfach nur abgekotzt. Ich bin zu müde, ich weiß gar nicht, warum ich das mache, jetzt habe ich dieses Buch gekauft, 10 Euro zu viel ausgegeben für irgendeinen Scheiß. Und das hat sich dann aber auch entwickelt. Letztendlich mache ich das immer noch gerne. Und ich bin jetzt nach 5-6 Monaten dabei, dass ich auch richtig merke, wenn ich keine Morgenseiten geschrieben habe. Das habe ich ganz für mich gemacht. Ich habe niemandem davon erzählt. Ich habe auch niemandem davon erzählt, dass ich diese Bücher gekauft habe. Und auch nicht erzählt, dass ich morgens mir diese Zeit für mich gönne, um einfach mal kurz abzulassen und sich dann irgendwie so neutral der Welt zu öffnen. Ich glaube letztendlich, dass es auf jeden Fall eine gute Sache ist. Ich kann das Buch auf jeden Fall empfehlen für alle Leute, die glauben, dass es noch eine Möglichkeit gibt, ihr Leben auf irgendeine Weise zu optimieren. Sei es nun fürs Studium, für den Berufseinstieg,
als professioneller Mensch. Ich glaube, das Buch ist nicht nur für kreative Köpfe gedacht, sondern für alle Leute, die irgendwie noch schauen wollen, wie sie noch mehr Spaß haben. Ich hoffe, das hat euch auf jeden Fall etwas gebracht. Ich würde mich auch sehr freuen, falls einer von euch schon mal dieses Buch gelesen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht dazu einen Kommentar hinterlassen könntet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!